Jo, da wären wir wieder. Nicht mehr lange, hoffentlich nicht mehr lange, bis wir das Ganze hier automatisiert haben. Was jetzt in den letzten Folgen an Kommentaren ab und an noch reinkam, waren die intelligenten Kisten. Dass ich damit wesentlich mehr hier hätte vereinfachen können. Ich denke, das schaue ich mir gleich mal an. Nicht, weil es sich noch wirklich lohnt. Also, wir haben ja bald die Roboter. Aber damit ich es für die nächsten Male so allgemein mehr verinnerliche, mit diesen Dingern zu arbeiten. Vorher würde ich allerdings ganz gerne was machen? Kupfer holen, würde ich sagen. Das sollten wir übrigens hier mal mit anschließen. Ja, mach mal. Das heißt, ich hätte gerne hier... Oh ja, das musste. Da muss ich später gucken, welches... Also, es sind zwei überlappende Muster. Einmal könnte ich das Muster hier nach da weiter verlängern. Oder das von da nach da. Ich weiß nicht, welches. Muss ich später gucken. Jetzt erstmal nur Strom haben, ist das Wichtigste. Also, bab einfach mal da einen hin, da einen hin. Dann bräuchte ich normale Ärmchen. Dann kommt hier alles auf dem Fließband, was wir natürlich nicht im Inventar haben. Und bappen wir dann daran. So, Flight ist fertig. Dann erforscht bitte die Logistikroboter. Gut, gut. So, hol ich hier noch kurz ein paar Fließbänder ab. Wir müssten hier noch was haben. Dezenten kleinen Vorrat. Und baue schon mal zwei intelligente Ärmchen, zwei intelligente Kisten. Und ein paar rote Kabel. Damit ich damit ein bisschen rumspielen kann und Übungen darum bekomme, wie die intelligenten Kisten arbeiten. Weil die verdränge ich immer. Wenn ich mit Sachen noch nicht so häufig gearbeitet habe, dann sind sie noch nicht so verinnerlicht, sinnigerweise. Du, da, da, da. Einfach hier hinten hin, das wird dann später irgendwann abgerissen. Natürlich alles im Weg hier. Oh, warte mal, welcher Seite kommt die an? Auf der linken? Das ist nicht gut. Dann bringen wir euch am besten da drauf mit einem unterirdischen Band, ja? Wo bist du? Da bist du, okay. Also einmal hier durch den halben Wald. Tong, 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 tong. Hier unterirdisch, da oberirdisch und da rum. So, jetzt haben wir endlich auch Kupfer in der Basis. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel... Ah genau, hier können wir jetzt mit einem intelligenten Ärmchen arbeiten. Also ich hätte gern ein intelligentes Ärmchen hier. Ich hätte gern eine intelligente Kiste da. Dann würde ich gerne einstellen, dass du Kupfer nimmst. Stopp. Aber du brauchst vorher diese Bedingungen. Das soll mit den Dingern. Also ich muss sie an den Pol ranbappen und dann an das Ärmchen. Dann an den Pol und an die Kiste. Müsste es sein. Genau. Jetzt habe ich hier unten diese Konditionen. Also du tust jetzt Kupferplatten in diese Kiste nur, wenn keine Kupferplatten drin ist, dann arbeitet er durchgehend. Das wollen wir ja gar nicht. Ich glaube, ich muss das anders machen. Mach mal Shift. Ist das Ding gar keine Verbindung. Mach mal noch eine intelligente Kiste hier. Ich glaube, ich mache das lieber so, dass ich die Verbindung anders mache. Von hier nach da und von hier zur Ausgangskiste. Das heißt, du nimmst bitte Eisenplatten, Kupferplatten nur, wenn wir weniger als, sagen wir mal, 200 Draht haben. Das heißt, er nimmt sich jetzt so lange Kupferplatten, bis wir 200 Draht haben. Dann hört er auf. Warum 200? Keine Ahnung. Ich denke mal 400 wäre auch besser oder 600. Weil momentan haben wir keine anderen Abnehmer für Kupfer, ne? Doch hier, du. Dann bräuchten wir hier wieder intelligente Kisten, wieder intelligente Ärmchen und dann... Ich mach das anders. Ich fülle das Ding hier einfach komplett mit... Aber ihr merkt schon wieder, ne? Ich habe ein System, das neu ist und das einigermaßen funktioniert, aber ich falle dann sofort in alte Verhaltensmuster zurück. Also mein Plan wäre jetzt gewesen, einfach so zu machen.
selten ist das Ding irgendwann voll mit Kupferplatten. Dadurch wird sich aber nie hier irgendwas an Kupfer stauen. So, wie immer das da? Gib mal bitte. Was? Ist die Ausgangskiste, Eingangskiste. Ja, hier wird der nächste Kandidat. Hier hätten wir es immer so beschränkt, dass er halt nur bis da füllt. Aber es ist problematisch mit dem von Hand reinlegen von dem Kupferdraht, weil ich halt nicht einfach Shift drücken kann. Das könnten wir hier auch mal mit intelligenten Dingen lösen. Wie weit sind die Roboter jetzt noch ernsthaft weg? Flying Robot Frames. Haben wir mit Robotik gerade bekommen. Also ich müsste die jetzt herstellen können, richtig? Genau, ich brauche nur die roten Gears. Nimm mal kurz das damit. Tu das da rein. Brauche ich jetzt eigentlich noch Eisenzahnräder? Hier. Nimm die da raus, tu die da rein. Aber sonst geht die Forschung nicht weiter. Rote Engines bräuchten wir dafür. Hatten wir hier unten schon vorbereitet? Es haperte aber an irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht mehr was. Komm mal raus. Grüne Chips. Ja, gut. Und Stahl. Und den können wir einfach so bauen. Zwei Batterien. Ja, Batterien hält sich in Grenzen, aber es ist machbar. Wir stellen jetzt wieder 61 her. So. Plastik brauchen wir nicht. Die da brauchen wir. Und die brauchen echt Energiesparmodule. Später, später, später. Strom ist okay. Nicht toll. Okay. Ich denke, das ist mein nächstes Großprojekt, sobald die Roboter da sind. Ganz, 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 ganz viel Strom erzeugen. So, jetzt sammelt sich hier auch Kupfer. Das ist gut. Kommt alles durch, kommt alles rum. Gib mir grüne Chips. Waren das gerade nur 8 Ärmchen? Hier, nochmal ein bisschen mehr. Gut, Tränke kommen. Draht kommt. Mehr Draht. So, rote Chips brauchen wir auch für die Roboterherstellung. Jetzt kriegst du mal einen Stack davon, kriegst mal 21 davon, kriegst mal noch mehr Plastik. So. Und die Fuelblocks soll ich abliefern, weil wir haben langsam keinen Platz beim Inventar. Eisenplatten werden gerade mau bei mir. Das Ding ist bald leer. Ich würde eigentlich ganz gerne mehr Stahl produzieren. Ja, doch, das haut hin. Geht mal her. Kommen da wieder 3 Stacks rein. Zing, zing, zing. Gut. Und Fuelblocks abliefern. Der da unten sieht nämlich schon wieder nicht so gut aus. 4 Fuelblocks, 4 Fuelblocks. 2 Fuelblocks. Okay, vielleicht doch ein bisschen mehr reintun, ha? Huh? 2. So. Die hier hinten sind die, die am meisten verbrauchen, richtig? Wow. Ich nehme das mal als ein Ja. So. Weil die sind halt durchgehend am Brennen. Weil es schwerer ist, die hier auf 100 Grad zu halten, weil sie halt durchgehend mit 100% arbeiten. Genau, hier flackert das nur ab und an mal auf, das obere Boiler-Ding. Also bei der Befüllung soll ich darauf achten, die unteren zuerst zu befüllen, weil die gehen schneller weg. Und die da immer aufrecht zu erhalten. Wegen effektiveres Verbrennen und so. So, das da. 60, schon besser. Du da, du da. Sehr gut, Forschung ist auch gleich fertig. Sauber, sauber, sauber. Das heißt, die Ladung Chips geht jetzt an die roten Engines. Da hinten. Gib mir das dahin. Du bräuchtest Stahl. Hier hast du Stahl. Und Rohre. Ja, hier. Rohre. Gut.
Pass dauert. Und du hast keine Ausgangskiste. Und wir haben ein ganzes Ärmchen gerade wieder weggepackt. Gib her. Einmal rein, einmal raus, einmal einen komischen Strumpol. Tada! Den nehme ich mit, das wird unser erster Roboter. Bau ein davon. Schön, 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 schön. Wobei wir zuerst einen Roboport bauen sollten und nicht erst den Roboter. So eine Huhn-Ei-Geschichte fast, ha? Nee, nicht wirklich. Trotzdem, Forschung ist gleich durch. Du, damit. Der Roboport brauchte rote Chips. Wir haben kaum rote Chips. Wir haben 11 rote Chips. Brauchen wir mehr rote Chips. T. 45 rote Chips für einen. Ich denke, der kommt hier hin. Damit er komplette Abdeckung davon hat. Ja, nicht so schön. So, tschadadada. Problem ist, wir können zwar Passive-Provider-Chests aufstellen, wir können aber noch keine Requester-Chests aufstellen, weil die brauchen 150 hellblaue Tränke. Und wir haben ganze 50. Okay, 69. Das heißt, ich lasse jetzt Grünes ein bisschen erholen. Verteile dann die Tränke, die wir haben, auf 4 oder so. Von den Forschungscentern. Ja. Und mach dann gleich die nächste Geschichte. Erst müssen wir eh einen Roboport bauen, damit wir... Damit wir was? Damit wir einen Roboport haben, wo ein Roboter drin rumlungert, der nicht fliegen kann, weil keine Kisten da sind? Das ist nicht so wirklich sinnvoll. Gib mir mal Eisen. Alle grünen Chips bitte da rein. 42. Zusammen mit denen sollte das reichen, wenn das durchgenudelt ist, um einen Roboport zu bauen. Bau bitte einen Logistikroboter. So, wir haben einen Logistikroboter. Hallo Bernd. Energy Consumption 600 Watt. Die Energie tickt langsam runter bei ihm. Okay, komm wieder in die Kiste. Ja, es ist nicht so schön gerade. Was hatte ich gesagt? So 3-4 Folgen, dann haben wir eine Roboterarmee. Mal gucken. Also 3-4 Folgen haben wir vielleicht die ersten ordentlichen Kisten. Die gib mir und bitteschön Kisten. Bei dem Rest, ja, mal gucken. Ich könnte die roten Chips auch selber herstellen, ne? Dauert nur ewig. Aber ich kann ein bisschen die Fabrik da unterstützen. Es ginge schneller, wenn ich mir Draht nehmen würde. So, brich das mal ab. Grüne Chips kann ich herstellen, weil ich Draht vorrätig habe. Ein paar grüne Chips, so. Die, die da sind, haust du jetzt nicht da rein. Also wir haben jetzt genug rote Chips für einen Roboport. Das heißt, wir können die roten Chips jetzt hier benutzen, um mehr Science Packs zu bekommen. Damit wir die Gib mir und Bitschenkisten herstellen können. Also brauche ich jetzt noch an die 100 grüne Ärmchen. Wir können herstellen 31. Auch alles grüne Chips. Ja, gib her. Die Fabrik, da machen wir auch leer. Tun wir aber wieder hier rein die Hälfte. Sonst haben wir keine grünen Tränke. Die brauchen wir ja auch noch für die Forschung. Ja, ich bin echt heilfroh, wenn wir damit durch sind. Also es geht schon mal schneller als das letzte Mal. Also wir hatten ja schon mal versucht, von vornherein nur auf Roboter zu gehen. Aber das war noch mit dem alten Muster. Wo wir immer 4 Fabriken... Also... Fabrik. 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 Und dann Fließbänder außenrum und die Ärmchen und so weiter. Das war ja unser erstes Konzept gewesen. Und ich glaube, das ist das erste, was die Roboter automatisch abbauen dürfen. Das lasse ich mal stehen, genau. Dann können die Roboter sich austoben später. Also ja, das war unser
erstes Konzept für die automatische Geschichte. Und es ist, glaube ich, sogar besser als das, was ich hier gemacht habe. Ja, okay, es ist nicht so auf die Zukunft fixiert gewesen. Also wir konnten dann später die Fließbänder wegnehmen und überall einfach die Kisten hinstellen. Aber es war halt nicht so kompakt wie das hier.